Bei jedem Einkauf im Asti Store erhältst du 5% Rabatt. Zeig uns einfach deine Eintrittskarte, Dauerkarte oder deinen Dynamo-Mitgliedsausweis. Gewinne außerdem 2 VIP-Tickets für das letzte Heimspiel gegen Sonnenhof Groß-Asbach. Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Heimspiel der SG Dynamo Dresden gegen Fortuna Köln. Hier vorne auf dem Podium begrüße ich unseren Cheftrainer Uwe Neuhaus und Pascal Testroth. Uwe, wie fällt dein Rückblick auf die Trainingswoche aus und auf welche Spieler musst du am Samstag gegen Köln aller Voraussicht nach verzichten? Ja, der Rückblick auf die Trainingswoche, nicht hundertprozentig zufrieden, mussten am Anfang der Woche ein bisschen Rücksicht auf die Wetterlage nehmen. Die Plätze standen schon sehr stark unter Wasser und haben dann auch, ich glaube, das Beste rausgemacht, haben eine Laufeinheit zu Beginn der Woche absolviert, die jetzt nicht verkehrt ist, den Spielern zwar weniger Spaß macht, aber irgendwo auch sein muss. Und des Weiteren haben wir uns, glaube ich, ganz gut auf Fortuna Köln vorbereiten können. Mit Ausnahme der Ausfälle Eilers und Stefaniak. Bei Marvin sieht es so aus, dass er definitiv nicht spielen wird. Und beim Eile, der vorhin mittrainiert hat, besteht durchaus Hoffnung. Im Hinspiel hat deine Mannschaft mit dem 5:1 in Köln den bisher höchsten Saisonsieg eingefahren. In der Rückrundentabelle steht die Mannschaft von Uwe Koschinat auf Platz 2. In der Auswärtstabelle hingegen rangiert die Mannschaft im unteren Tabellendrittel. Wie hat sich deiner Meinung nach das Spiel der Kölner im Vergleich zum Hinspiel verändert und worauf müssen sich deine Spieler am Samstag einstellen? Ja, in der Tat. Also die Mannschaft ist sicherlich nicht mehr mit der Mannschaft vom Hinspiel vergleichbar. Sie haben sich sehr stark zusammengefunden. Sie haben, ich glaube, ein bisschen ihre Spielweise verändert. Fortuna Köln ist eine kompakte Mannschaft, die den Gegner mittlerweile auch ziemlich hoch angreift und immer Wert auf die mannschaftliche Geschlossenheit legt, haben darüber hinaus natürlich vorne mit Königs und Biada zwei unglaublich torgefährliche Spieler, die sie auch immer wieder versuchen in Szene zu setzen durch schnelle Zuspiele nach Balleroberung, sofort in die Spitze. Sie ergänzen sich wirklich gut und da müssen wir schon auf der Hut sein. Auf deine Mannschaft wartet eine englische Woche. Wie wichtig wird es sein, in die englische Woche mit einem Erfolgserlebnis zu gehen? Erfolgserlebnisse sind immer gut und wir müssen jetzt zu Hause die Basis für unser Ziel legen und da haben wir noch 7 Heimspiele bei 5 Auswärtsspielen und das muss die Basis sein. Es ist natürlich jetzt keine Garantie und es läuft nicht von alleine, aber wir haben, ich weiß nicht wie viele 1000 Fans wieder im Rücken, die uns unterstützen werden. Das werden wir natürlich versuchen, dann auch morgen wieder umzusetzen und bei allem Respekt vor Fortuna Köln, wir wollen morgen das Spiel gewinnen und das ist das Einzige, was wir uns morgen zum Ziel setzen. Uwe, vielen Dank für den Moment. Paco, bisher sind dir nach 26 Saisonspielen bereits 12 Treffer gelungen. Damit hast du deinen persönlichen Rekord aus der Saison 2013-14 im Trikot des VfL Osnabrück mit 9 Treffern schon jetzt übertroffen. Worauf führst du deine Treffsicherheit im Dynamo-Trikot zurück? Ja, stimmt. Ich würde sagen, ich wusste immer, dass ich, glaube ich, Tore schießen kann wohl, wenn ich spielen darf. Und ich glaube, hier in Dresden spüre ich halt absolutes Vertrauen, gerade vom Trainer, aber auch von der Mannschaft. Und wenn man Vertrauen bekommt, spielt es sich immer einfacher. Und ja, zurzeit habe ich vielleicht einen ganz guten Lauf, beziehungsweise die Saison über schon. Und dann rutschen die Bälle mal rein. Aber ich darf halt auch am Platz stehen. Und wenn man auf dem Platz stehen kann, kann man auch Tore schießen. Und letztes Jahr durfte ich nicht so viel, deswegen sind mir nicht so viele Tore geglückt. In Osnabrück durfte ich auch am Platz stehen, da sind mir die Tore geglückt und hier zum Glück wieder. Allein in den 6 Rest- oder Rückrundenspielen, bei denen du dabei warst, sind dir schon 4 Treffer gelungen. Ist es für dich persönlich bisher eine perfekte Saison? Perfekt, das Wort würde ich nicht so in den Mund nehmen, weil perfekt wäre noch was anderes, aber es ist auf jeden Fall eine sehr erfreuliche und eine sehr gute Saison. Perfekt wäre es, wenn ich in jedem Spiel hätte dabei sein können und ich glaube, ich habe jetzt 4 verpasst, also das war ärgerlich, aber insgesamt bin ich schon sehr zufrieden und ich hoffe, der Trainer und das Management auch. Uwe Neuhaus hat gerade auf die Stärken von Fortuna Köln hingewiesen. Seid ihr als Mannschaft genug gewarnt vor dem Gegner am Samstag?
das hoffe und das denke ich auch. Der Trainer hat es diese Woche schon angesprochen und Marco Hartmann ja auch, dass wir im Hinspiel zwar 5-1 gewonnen haben, aber dass das aus den Köpfen raus muss, weil dieses Spiel wird bestimmt nicht das gleiche wie im Hinspiel. Fortuna Köln hat sich enorm entwickelt. Die haben, glaube ich, jetzt letzte Woche 4-1 gegen Wien Wiesbaden gewonnen, haben in Magdeburg gepunktet. Also da wird eine verdammt gute Mannschaft auf uns zukommen und wir sind gut vorbereitet worden diese Woche und wir hoffen, dass wir es morgen umsetzen können und hier auf jeden Fall die 3 Punkte hier behalten. Ja, eine endgültige Sicherheit hat man nie, weil man nicht hineingucken kann in die Spieler. Aber wir haben es natürlich angesprochen, wir haben es auch mit Videosequenzen unterlegt und ich glaube, wer da genau hingesehen hat, konnte es auch selber erkennen. Ich glaube, die Entscheidung fällt heute Nacht. Ich habe die Aufstellung ja heute schon in der Zeitung gelesen und wenn ich sie dann morgen auch nochmal lese und dann alles zusammenmixe, vielleicht komme ich dann auf die richtige Antwort. Ist denn zwei Spitzen eine Option? Immer. Das ist immer eine Option. Also ich spiele erstmal gerne. So, das ist meine Antwort. Nein, ich glaube, wir haben ja gestern im Training, konnte man ja auch sehen, zu zweit vorne agiert und ja, glücklicherweise ist uns auch das Tor gelungen zusammen. Also nach Flanke von Stefan habe ich das Tor gemacht. Ich glaube schon, dass wir gut zusammenpassen würden, aber wie der Trainer dann entscheidet, so werde ich das dann machen und ich hoffe, dass ich dabei bin. Naja, er hat heute mittrainiert, aber erfahrungsgemäß ist ja Abschlusstraining nicht mehr so wild, ist keine maximale Belastung. Ich habe ihm schon gesagt, dass er natürlich auch mal schnellere Bewegungen für sich selber dann auch machen soll und die hat er gemacht und jetzt müssen wir gucken, wie sich es dann auch entwickelt. Die Beschwerden, die treten dann ja häufig dann auch mit Verzögerung auf nach einer Belastung, aber da kann ich ja auch noch nicht wirklich was zu sagen. Nee, die Laufeinheit hat er abgebrochen mit Beschwerden und genau. Also 1,5 Einheiten. Ich hoffe natürlich, dass er nicht länger ausfällt. Er hat die Beschwerden ja jetzt schon seit dem Trainingslager. Und wir haben es eigentlich immer so ein bisschen überbrücken können. Irgendwann wird die Gefahr einer chronischen Entzündung dann auch immer größer. Und ja, in seinem Alter sollte man diese Gefahr nicht eingehen. Deswegen haben wir die Vernunft walten lassen und auch siegen lassen. Dass wir ihn zumindest jetzt erstmal für Fortuna Köln rausnehmen. Dann müssen wir die Entwicklung abwarten, wie sich die Verletzung bessert, wie die Beschwerden weiter sind, also das ist schwer, eine Prognose abzugeben. Natürlich haben wir uns darüber unterhalten und also meine Lehre aus den Analysen diese Woche war, dass wir viel zu passiv gespielt haben in der zweiten Halbzeit, nicht mehr unser Spiel gemacht haben, was wir eigentlich können, sondern uns wirklich ja, auf gegen Rush eingelassen haben und dadurch halt ja, den Ball hergegeben haben, was wir eigentlich selten machen. Und ich glaube, das sollten wir jetzt wirklich beherzen, dass wir wieder den Ball haben, dass wir spielen und damit dem Gegner gar nicht die Möglichkeit geben, vor unser Tor zu kommen. Und ich glaube, das ist die wichtigste Lehre dieser Woche, für mich zumindest. Mir war es klar. Nein, ist schwierig. Also in der Situation, gerade nach unserem Spiel, wo sie auch, ich glaube, ziemlich stark enttäuscht waren. Dann noch, ja, 2 oder 3 Spiele waren es noch, wo sie nicht auf die Spur, in die Spur gefunden haben. Dann zu sagen, diese Mannschaft, die kämpft sich da und spielt sich in dieser Art und Weise raus, ist natürlich schon schwer. Da gehört schon verdammt viel Mut auch zu so einer Aussage. Aber deswegen umso mehr Respekt vor der Leistung und auch vor der Art und Weise. Ich kann den Kölner da nur zu gratulieren. Weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann von mir die Informationen noch zum Spiel. Anstoß am Samstag um 14 Uhr. Die Stadiontore öffnen um 12 Uhr. Der VIP-Bereich um 12.30 Uhr. Karten gibt es ab 12 Uhr an allen Tageskassen sowie bereits ab 10 Uhr im Kassenbereich Lenné-Platz neben dem Fanshop. Dort werden bis 12 Uhr und ab Anpfiff auch Karten für das kommende Heimspiel gegen die Stuttgarter Kickers verkauft. Das Stadionmagazin Kreisel gibt es im Fanshop und an allen Einlässen und im Stadionumlauf.
Im Vorverkauf wurden bereits über 22.000 Tickets für das Spiel gegen den Tabellenneunten verkauft und wir rechnen mit über 24.000 Zuschauern gegen Fortuna Köln. Davon werden rund 100 Fans aus Köln anreisen. Schiedsrichter der Partie ist Florian Heft. Er feiert Premiere als Schiedsrichter in Dresden. Er ist 26 Jahre alt, aus Neunkirchen, DFB-Schiedsrichter seit 2011. In der zweiten Bundesliga pfeift er seit dem vergangenen Jahr 2015. In Dresden war er bisher nur als Assistent an der Linie zu Gast beim 1:1 im Heimspiel gegen Ingolstadt am 1.9.2013. Die Großfeldmannschaften im Nachwuchs spielen alle zu Hause und auf dem Kunstrasen im Sportpark Ostra. Die U19 Samstag 12 Uhr gegen den FSV Zwickau. Die U17 Sonntag 12 Uhr gegen Hannover 96. Die U16 Sonntag 14.30 Uhr gegen Rasenballsport Leipzig. Und die U15 Samstag 10 Uhr gegen den FC Hansa Rostock. Wir sehen uns am Samstag im Stadion. Bis dahin. Tschüss.